Ein Jahr nach dem entsetzlichen Anschlag am 19. Dezember am Breitscheidplatz versammelt, um der Opfer zu gedenken und mit ihnen, den Angehörigen und Freunden, zu trauern. Es ist traurig, also jetzt geht es mir richtig beschissen. Aber man kann nichts machen, das Leben geht weiter, man muss einfach damit klarkommen. Und ich finde dieses Mahnmal sehr schön. Es ist sehr dezent und doch intensiv. Und es ist auch offen für viele Deutungen. Also dieser goldene Riss, das kann ein Riss sein, das kann aber auch ein Spalt sein, durch den Licht aus der geistigen Welt kommt. Aus der Welt, wo die Toten sind. Persönlich, ich finde es persönlich gut. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig und es wirkt auch bedrückend. Und ich denke, so sollte es auch sein, weil es ist ja auch etwas, was für die Menschen sehr schlimm im Leben jetzt ist. Ja, es kann überall passieren, es passiert überall gefühlt. Aber sich jetzt zu Hause zu verstecken, ich denke, man sollte trotzdem noch Spaß am Leben haben. Man sollte trotzdem noch unternehmenslustig sein. Und sich dann davon einschüchtern zu lassen, denke ich, ist nicht der richtige Weg. Zumindest nicht für uns beide.